Der Akku, der ist voll, der Tank, der ist aufgeladen. Das sagt Herbert Kickl nach Verkündigung des Ergebnisses hier beim 34. ordentlichen Parteitag der FPÖ in St. Pölten. Und Herbert Kickl, der kann sich freuen, 91% der Stimmen hat er bekommen. Von den 611 Delegierten, die ihre Stimme abgegeben haben, haben 556 auch gesagt Ja zu Herbert Kickl, der zuvor eine Rede gehalten hat, bei der er ja nicht gespart hat mit Kritik in sehr deftigen Worten, egal ob das an der Bundesregierung war, an Van der Bellen, der auch gern verballhornt wurde zum Van der Beiden, an den Russland-Sanktionen oder auch den Corona-Maßnahmen. Herbert Kickl, der war so etwas wie der Einpeitscher, der sehr oft hier auf der Bühne auch zugegen war, aber auch andere, die haben sich hier präsentiert, allen voran Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz. Er möchte unbedingt Van der Bellen in die Stichwahl zwingen, möchte, dass Van der Bellen hier die Hofburg räumen muss. Aktuell hält der Rosenkranz je nach Umfrage zwischen 13% und 11% laut Research Affairs bzw. Lazarsfeld. Und Van der Bellen hat hier noch eine knappe Mehrheit von 58% bzw. 59%. Und aus Sicht der FPÖ wird man hier natürlich alles daran setzen, um ihn in die Stichwahl tatsächlich auch zu bringen. Auch zu anderen Themen hat Herbert Kickl heute gesprochen, beispielsweise Asyl. Er meint, er würde keinen Asylantrag in Österreich mehr annehmen. Kickl selbst will ja unter anderem auch Bundeskanzler werden. Sollte es keine Neuwahlen geben, würde das allerdings noch dauern. Die nächste Wahl, wo sich die FPÖ behaupten möchte, ist in Tirol am kommenden Sonntag mit Abwärtska, der gute Chancen hat, hier Oliver Mattle auch die Stimmen tatsächlich wegzunehmen. Themen, die heute nicht vorkamen, war der Fall um Hans-Jörg Jenewein, der mutmaßlichen Fördermissbrauch hier auch attestiert hat. Und auch die anderen Bundespräsidentschaftskandidaten, die kamen nicht zu Wort. Zu Wort kam allerdings ein FPÖ-Delegierter, nämlich Karl Wurzer, der schon zweimal zuvor Herbert Kickl bei Parteitagen stark kritisiert hat. Er ist mit einem gellenden Pfeifkonzert hier von der Bühne verabschiedet worden. Er hat Kickl kritisiert, unter anderem wegen Ivermectin oder auch dafür, dass Norbert Hofer damals abgesetzt wurde. Norbert Hofer, der übrigens der Vorgänger war und in Graz 2019 98% der Stimmen erhalten hat. Also heute jedenfalls sehr gute Stimmung bei der FPÖ in St. Pölten. Wir sind gespannt auf die Tirolwahl am kommenden Wochenende in Innsbruck.